Schwangerschaften klingen so unglücklich, hat im Gegensatz dazu Bollasch im Laufe der letzten Woche geklungen. Und dafür gab es 4 Gründe, zusammengefasst unter dem Namen Jury. Rumba ist so ein Lieblingstanz von mir. Super Choreografie, schöne technische Sachen, gut ausgeführt, aber kam wieder ein Aber. Geknistert hat es eigentlich nicht. Da fehlt ein bisschen Sex. Ich finde schon, dass sie nicht ganz gerecht behandelt wird von der Jury. Es werden immer nur die negativen Sachen erwähnt und betont. Und das finde ich einfach nicht gut. Ja, jetzt haben wir wieder einen langsamen Walzer die Woche. Jetzt wird es schwierig für uns, weil was machen wir jetzt noch? Ne? Aber einen langsamen Walzer wieder Sau rauszulassen, unmöglich. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach zu tanzen und schauen, wie kommt es jetzt noch an. Ich hoffe, dass diese Woche die Jury bei unserem langsamen Walzer wirklich dann die positive Sachen versucht zu sehen. Und nicht irgendetwas suchen, was nicht vorhanden ist oder was nicht vorhanden sein kann. Part 10 tanzt einen langsamen Walzer. Hier sind Astrid Württemberger und Bollasch Ecker. Noch ein bisschen Glitzer in der Hand. Mädchenherz, was willst du mehr? So, Nicole, war das ein schöner, langsamer Walzer ohne Wenn und Aber? Ja, natürlich. Ich darf ja jetzt nicht negativ sein, aber ich war auch eigentlich bei euch noch nie negativ, weil du hast mir von Anfang an sehr gut gefallen. Du bist sehr talentiert dafür und diese Meinung habe ich bis jetzt nicht geändert. Du kannst im langsamen Walzer nicht die Sau rauslassen, das ist ganz klar, aber dafür hast du uns deine elegante, deine weibliche, deine weiche Seite von dir uns gezeigt jetzt. Und das war auch sehr, sehr toll, finde ich. Schön, wenn das so rübergekommen ist. Na, absolut. Es war positiv genug, oder? Das war zufrieden. Er ist der Profi, er muss das beurteilen. Bist du zufrieden? Na, es war wirklich ja, schön. Natürlich bin ich zufrieden. Es passieren natürlich immer Fehler. Es geht nicht darum, dass ich jetzt perfekt sein sollte oder sowas. Aber es ist sehr schwer. Sie bemühen sich, sie geben ihr Bestes, nicht nur Sie, sondern alle Kandidaten. Und natürlich, woran Sie sich halten können, sind sowieso nur unsere Kommentare und auch die Kommentare von der Jury. Und sag ich mal, wenn von der Jury so ein Kommentar kommt, mit dem wir nicht wirklich viel anfangen können, es erschwert halt unser Leben und es kommt dann zu sie zu Mama. Du armer Bub, du armer. Aber ich verstehe es, ich verstehe es. Aber der Christoph kommt auch noch und
Vielleicht kann man sehen, ist es, will man damit extra motivieren? Kannst du dir das vorstellen, vielleicht, Christoph, dass die Jury... Indem man auf die Jury schimpft? Nein, das glaube ich nicht. Nein, dass die Jury motivieren will, wenn man sagt, so ein bisschen den Kampfgeist anregen. Wenn man sagt, das ist noch nicht so gut, dass man dann nach Hause geht und sagt, denen zeige ich es. Nein, also ich bin ja heute erst und letztmals Mitglied der bösen, bösen Jury. Ich fand das sehr sympathisch. Ich muss ehrlich etwas sagen, was gar nichts mit eurem Tanz... Oh ja, es hat schon was mit eurem Tanz zu tun. Ich werde euch sicher einen extra Punkt dafür geben, dass mir dieses Arrangement eigentlich so nicht gefallen hat, weil es so ein schwerer Panzer war. Das ist doch dieses entzückende, luftige Scarborough Fair von diesem Simon & Garfunkel. Und das ist da so mühsam und schwer dahergekommen und ihr habt euch über das hinweggesetzt, über die Schwere. Ich fand es schön und sympathisch. Dankeschön. Generell muss man bei euch beiden aber sagen, die Punkte sind immer ganz ordentlich und ihr geht mit Kritik ja eigentlich immer gut um. Also ihr seid das nie im Boden zerstört oder so. Also ein bisschen traurig sein darf man am ersten Tag. Das ist ja okay und es ist normal. Es hat mit Traurigkeit nichts zu tun. Es hat nur damit zu tun, wenn man was von der Jury hört, versucht auch beim Training umzusetzen. Und wenn man solche Dinge hört, die man nicht umsetzen kann, dann steht halt ein bisschen ratlos. Das ist dann ein bisschen schwer, das verstehe ich. Wobei sich nicht die komplette Familie Württemberger gegen die Jury stellt, sondern die Laura, die süße Maus, die in der letzten Sendung da war. Ich überhaupt nicht gegen die Jury. Nein. Ja, die Laura, genau. Die Laura ist großer Fan von Hannes Leckball. Ja. Warum? Es war Liebe auf den ersten Blick bei der Laura, ja wirklich. Ich weiß nicht, vielleicht hat die Laura erkannt, dass in Herrn Leckball auch eine weiche Seite hat. Ein Herz ist und er hat ja keine Enkelkinder, stimmt? Ja, genau. Und das hat sie wahrscheinlich gespürt. Und darum ist der Zugang so groß. Wo ist die Laura? Sie ist halt nicht da. Ja, aber sie haben sich ja schon ausgemacht, um einen Tanz gemeinsam zu tanzen. Ja, das ist richtig. Genau, ja. Im Finale vielleicht. Na, ich sag vielen Dank zu euch. Nehmt das Mikrofon, ihr nehmt euch. Und ich bin mir sicher, da kommen jetzt ganz viele Punkte. Dankeschön, Astrid und Bolasch. Ja, wenn die beiden ihre Favoriten sind und sie sagen, wir wollen sie nochmal extra motivieren, weil sie machen ihre Sache ja wirklich sehr gut, dann anrufen und SMS 090 10 59 09 und die 10. Jungs! Bolasch, gewehrt gegen die Jury und hast die Kritik von Christoph gleich einmal abgelenkt an den Herbert. Schweres Arrangement, schwerer Panzer. Also, aber sonst sehr positiv, oder? Seid ihr zufrieden? Ich bin immer zufrieden. Oder du bist immer zufrieden. Du bist sowieso zufrieden, weil du hattest letztes Wochenende ein Seher-Konzert in Wien, oder? Genau, in Schwächert im Multiversum und da haben wir... Ich war der einzige Star dazu eingeladen. Ja, ihr seid ja schon so viel auf der Bühne. Ja, aber es hat mich einfach gefreut, dass so viel Zeit gehabt haben und dann auch hingekommen sind. Und wir haben dann so eine kleine Einlage gemacht. Wer war da? Wer war da? Qualand. Nein, der Paulus war da mit der Alice. Wir waren da. Mirna, quasi. Der Alex war da, der Gerhard. Gerhard. Julia. Mirna. Julia. Genau, und die Martina war auch. Vadim und Katrin waren auch da. Bitte? Vadim und Katrin waren auch da. Vadim und Katrin waren auch da. Mirna hat einen Stage-Dive gemacht, genau. So was Ähnliches, durchs Publikum gekrault, Wahnsinn. Und ich hab's auf die Bühne sie geholt. Ja, ich hab mir gedacht, wenn schon alle da sind, also ein Teil, halt ein großer Teil davon, dann können wir so eine kleine Choreografie haben einbauen. Haben die mitgesungen? Eine Choreografie? Tanzen. Charleston. Charleston? Haben wir getanzt. Wollt ihr die sehr singen, Charleston? Ah, natürlich vorher geprobt. War schon geprobt. Nichts dem Zufall überlassen. Das war das letzte Konzert. Ich habe gelesen und du erinnerst dich auch noch an das erste Konzert der Seher. Das war nicht ganz so... Eins der ersten Konzerte war nicht so, wie man es vorstellt. Ja. Wir haben zuerst einmal uns gefragt, sollen wir die Seher überhaupt auf die Menschheit loslassen? Aber ich habe dann gespielt auf einer Alm. Auf einem Lastwagenanhänger gespielt und alles, was vorbeikommen ist, das war halt so eine Horde Kühe, die gerade vom Alm Auftritt kommen. Eine Herde heißt das, nicht Horde. Eine Horde Kühe. Eine Herde Kühe. Ja. Kühe. Aber also die waren ganz zufrieden. Und große Ohren, große Fladen, kein Applaus. Oder? Ja, Kühe können auch nicht applaudieren, fliegen so. Ja. Jetzt schauen wir, ob die Jury euch irgendwie belangt. Haben wir wieder was gelernt? Nicole. Punkten. Nicole fängt an. 9. Yeah. Christoph?
9. Hannes. 7. Und Thomas. 8. Da kann man überhaupt nicht meckern. 33 Punkte. 33 Punkte. Das ist, glaube ich, eure beste Wertung überhaupt seither, oder? Ja. Habt ihr schon mal 32 gehabt? Gratuliere. Also.